Liebe Amazonen und Offiziere der Füsiliergarde, sehr verehrte Fassnachter, das Jahr 2023 geht so ganz langsam zu Ende. Aber für unseren Verein, für die Füsiliergarde, war es ein gutes Jahr mit dem vielleicht schönsten Rosenmontagszug, den wir in Mainz je erlebt haben. Natürlich muss jeder sein eigenes Fazit ziehen, aber für mich persönlich war es ein gutes Jahr. Und ich glaube, die Stimmung hier in Mainz ist doch wesentlich besser, als wir es von den Medien täglich vermittelt bekommen. Und ich denke, ich weiß auch, warum das so ist. Denn wir hier am Rhein, wir haben einen Grund mehr als die anderen, glücklich zu sein im Leben. Wir haben die Fasnacht. Und mit der Fasnacht haben wir eine Jahreszeit mehr. Und während es für die anderen draußen nur kalt ist und regnet, so beginnt für uns die schönste Zeit des Jahres. Und die beginnt gleich morgen. Und so freue ich mich, euch sie vielleicht schon morgen früh beim Neujahrsumzug in der Stadt mit einem ersten Prosit wiederzutreffen oder beim Ordensfest der Füsiliergarde oder vielleicht bei meinem persönlichen Highlight, dem großen Jubiläum der Frühschoppensitzung. Egal wie und wo, ich wünsche Ihnen jetzt noch ein paar schöne Stunden im alten Jahr und einen guten Start in 2024. Hört ihr das? Ich glaube, es geht schon wieder los.